Der Freiburger Hauptbahnhof an der alten badischen Hauptbahn Mannheim-Basel gehört im Netz der Deutschen Bahn zu den größeren. Auf 8 Bahnsteiggleisen halten der ICE, die Züge der Rheintalbahn und natürlich die der Höllentalbahn. Auch die Breisgau-S-Bahn nach Breisach, ins Elztal und ins Münstertal gehören zum Bild. Im Halbstundentakt fahren die Züge nach Titisee. Von dort aus geht es dann abwechselnd nach Seebruck oder Neustadt. Ausfahrt für einen Zug der Höllentalbahn nach Seebruck. Moderne Doppelstockwagen aus Görlitz hängen am Haken der 143, ein Gewächs aus den neuen Bundesländern. Schon seit 1994 fahren diese L-Loks auf der Höllentalbahn. Knapp 75 Kilometer lang ist die Höllentalbahn von Freiburg nach Donaueschingen. Elektrifiziert ist aber nur die untere Höllentalbahn bis Neustadt. Ebenfalls von L-Loks bedient wird die Dreiseenbahn von Titisee nach Seebruck. Wir haben bereits das Freiburger Stadtgebiet verlassen. Parallel zur Bundesstraße 31 rollen wir dem Schwarzwald entgegen. Noch sind wir in der Ebene, im Zartener Becken. Hier beträgt die Streckenhöchstgeschwindigkeit noch Tempo 100. Der Bahnhof Himmelreich. Sein schmuckes Empfangsgebäude stammt noch aus den Anfangstagen. Der Zug aus Freiburg rollt heran. Ab Freiburg-Wiehre ist die Höllentalbahn eingleisig. Himmelreich gehört zu den Kreuzungsbahnhöfen. Auf Gleis 2 rollt der Zug nach Freiburg ein. Von Freiburg aus steigt die Strecke auf nur 25,4 Kilometern von 278 Meter bis auf 885 Meter in Hinterzarten an. Zwischen Hirschsprung und Hinterzarten beträgt die Steigung 55 Promille. Zu Recht wird die Höllentalbahn als Gebirgsbahn bezeichnet. Gleich hinter dem Bahnhof Himmelreich beginnt der 25-Promille-Abschnitt. Die Züge werden jetzt deutlich langsamer. Bergauf sind es jetzt höchstens 70 und bergab maximal 50 Kilometer in der Stunde. Jetzt beginnt das eigentliche Höllental. Schroffe Felsen rechts und links. Dazwischen die B31. Oben auf dem Felsen diese Statue. Es ist ein Hirsch, der sich auf der Flucht vor dem Jäger durch einen kühnen Sprung übers Tal gerettet haben soll. Er ist auch Namensgeber für den 128 Meter langen unteren Hirschsprungtunnel. Und für den nur wenige Meter weiter gelegenen oberen Hirschsprungtunnel. Insgesamt 9 Tunnel sind es bis Neustadt. Nur so war es möglich, die Bahn durch das enge Tal des Rotbachs zu bauen. Über Jahrmillionen hat der kleine Flusslauf das Höllental geformt. Wir nähern uns dem Bahnhof Hirschsprung. Seit 1979 wird hier nicht mehr gehalten. Der Zahnstangenbetrieb ließ ihn seinerzeit entstehen. Ab hier konnte die Steigung nur mit dieser Kletterhilfe bezwungen werden. Der 203 Meter lange Kehretunnel wird jetzt durchfahren. Auch die Bahnhöfe Posthalde und Höllsteig verloren 1979 ihre Bestimmung. Durchfahrt in Posthalde.
Der Ravenna-Viadukt ist wohl der bekannteste Kunstbau der Höllentalbahn. Auf 224 Metern überschwand es in 40 Metern Höhe die Ravenna-Schlucht. Noch in Sichtweite des Viadukts folgt der Ravenna-Tunnel. Kurve für Kurve und Höhenmeter für Höhenmeter erklimmt der Zug. Jetzt wird der 81 Meter lange Löffeltaltunnel durchfahren. Schon 1845 begannen die Planungen für eine Strecke durch den Schwarzwald. Aus Kostengründen entschied man sich für die steile Bahn durch das Höllental. Nur 3 Jahre, von 1884 bis 1887, dauerten die Bauarbeiten. Über 1000 Arbeiter kämpften sich durch das enge Tal nach oben, bis schließlich Neustadt erreicht war. Auf 7,9 Kilometern zwischen Hirschsprung und Hinterzarten mussten sich die Lokomotiven per Zahnstange nach dem System Riggenbach nach oben mühen. Heute ist das alles Geschichte. Beinahe schon mühelos erklimmen die 143er alle Steigungsabschnitte. Der Bahnhof Hinterzarten ist erreicht. Mit 885 Metern über dem Meeresspiegel der höchste der Höllentalbahn. Nach Hinterzarten sind die Hochebenen des Schwarzwalds erreicht. Bereits hinter uns liegt der höchste Punkt mit 893,5 Metern. Zum Abfahrtsbahnhof Freiburg ist das ein Höhenunterschied von 715 Metern. Im leichten Gefälle rollt der Zug nun auf Titisee zu. Einfahrt in den Bahnhof. Zurück in die Gegenwart. Seit Dezember 1926 rollen Züge auf der Dreiseenbahn zwischen Titisee und Seebrugg. Feldberg-Bärental ist der erste Bahnhof. Auf dem Weg nach Seebrugg steigt die Strecke wieder. Schon 109 Höhenmeter sind es bis hierher. Leicht bergab geht es nun weiter. Der nächste Bahnhof Altglashütten-Falkau liegt 10 Höhenmeter tiefer. Knapp 20 Kilometer misst die Dreiseenbahn. Ihren Namen trägt sie der Verbindung wegen, zwischen dem Titisee, dem Windgefällweiher und dem Schluchsee. Der Schluchsee ist erreicht. Der gleichnamige Bahnhof liegt direkt an seinem Ufer. Im Stundentakt fahren die roten Züge von DB Regio. Sie sind im Auftrag des Regio-Verkehrsverbund Freiburg unterwegs. Bei Ausflüglern ist die Dreiseenbahn ein beliebtes Verkehrsmittel. Der Schluchsee lockt mit seinem kristallklaren Wasser. Er ist der größte im Schwarzwald und der höchstgelegene Stausee Deutschlands. Wassersport, Wandern oder einfach die Landschaft genießen, das ist hier angesagt.
Der Bahnhof Seebrugg, Endpunkt der Dreiseenbahn. Ursprünglich war eine Weiterführung der Strecke bis nach St. Blasien vorgesehen. Geldmangel und bürokratische Hürden haben den Bau aber verhindert.